Gegenstand 42. Bottled Lightning. Objekt Nummer 42. Rarität 7 von 10. Nutzung und Nachfrage 4 von 10. Gefahrenstufe 8 von 10. Objekt 42, auch bekannt als Lightning in a Bottle, ist, wie der Name schon sagt, eine elektrische Ladung, die in Flaschen oder anderen Behältern gespeichert ist. Es ist auf den meisten Ebenen in den Backrooms zu finden, wenn auch selten. Bottled Lightning ist eine elektrische Ladung von schätzungsweise 1 Milliarde Joule, die in mehreren Ebenen von den Backrooms zu finden ist, so in Glasbehältern wie Flaschen, Weinflaschen und vielen anderen aufbewahrt wird. Obwohl diese Behälter normalerweise aus Glas bestehen, können sie den Blitzen eindämmen, indem der Behälter in Stücke zerspringt. Der Grund, warum dies auftritt, ist unbekannt. Man kann Instanzen von Objekt 42 leicht anhand ihres Aussehens identifizieren. Der Blitz bewegt sich mit sehr hoher Geschwindigkeit um den Behälter herum und strahlt zudem ein extrem helles Licht aus. Es wird empfohlen, diesen Gegenstand mit ausreichenden Handschuhen zu benutzen und hinbedingende Verletzungen zu vermeiden. Der Blitz wird normalerweise von einem Korkstopf von der Oberseite des Behälters eingeschlossen. Es wurden jedoch auch andere Methoden der Eindämmung beobachtet. Wenn Sie den Behälter auf irgendwelche Weise öffnen, wird die Elektrizität im Inneren freigesetzt. Dann loslassen sucht der Lightning nach dem nächstgelegenen Leiter. Es wird dringend davon abgeraten, die Flasche zu öffnen, indem Sie den Stopfen selbst entfernen, da der erste, worauf der Blitz einsteigt, was immer die Person ist, die sie öffnet, weil sie der nächste Leiter ist. Die Flaschen selbst sind extrem zerbrechlich, obwohl sie all diese Energien in sich tragen. Wenn man Objekt 42 trägt, sollte man äußerste Vorsicht tragen. Wenn man damit umgehen kann, um Unfälle zu vermeiden. Die Gefahr, die von der Zerbrechlichkeit der Flasche ausgeht, hat jedoch mehrere Menschen in den Backrooms sich davon abgehalten, das Objekt zu verwenden, da Objekt 42 sowohl als Energiequelle als auch als Waffe weit verbreitet ist. Es gibt 3 verschiedene Variationen von Objekt 42, von denen natürlich gefunden werden können und eine in der künstlich hergestellt wird. Blauer Blitz, die am häufigst vorkommende Variante. Blaue Blitzvarianten leuchten in einem lebendigen Blauton und strahlen von allen Varianten die hellsten Lichter aus. Wenn sie losgelassen werden, verhalten sie sich wie Elektrizität und suchen den schnellsten Weg zum nächsten Leiter. Wenn sie den Behälter schütteln, leuchtet er vorübergehend in einem hellblauen Licht. Bei Anwendung auf Menschen ist die Ladung meistens tödlich, aber in einigen Fällen ist sie überlebensfähig. Blue Lightning-Varianten leiten durch den besten Leiter im Raum. Aus diesem Grund können sie unvorhersehbar sein, wenn sie freigesetzt werden. Da ist Vorsicht geboten, wenn sie planen, sie in irgendeiner Weise zu verwenden. Künstlicher Blitz. Künstliche Variation ein künstlich hergestellter Nachahmer von Blue Lightning wurde zuerst von Friedrich Rust.Kaiser hergestellt, nachdem er mit mehreren verschiedenen Alternativen zur Energie Harvesting von Blue Lightning experimentiert hatte, um eine sichere Version von Bottled Lightning zu erschaffen. Das Ergebnis war die künstliche Blitzvariante, die im Vergleich zu zuvor erwähnten Gegenstück deutlich weniger hell und stark und heiß ist. Aus diesem Grund wurde es aufgrund seiner relativen Sicherheit weit verbreitet als Energiequelle verwendet, aber aufgrund seiner geringen Kraft weniger als Waffe. Variationen künstlicher Blitze bevorzugen in der Regel die Leitung durch metallische Objekte und nicht durch Lebewesen. Aus diesem Grund kann man eine Flasche mit künstlichem Blitz öffnen, ohne sich zu verletzen, sollte sich ein Metallleiter in der Nähe befinden. Schwarze Blitze, die gefährlichste Version von Bottled Lightning, ist die schwarze Blitz. Sind zum Glück nicht so verbreitet wie ihr Gegenstück zum blauen Blitz. Sie haben eine pechschwarze Farbe, strahlen aber immer noch ein schwarzes Leuchten aus. Sie sind schätzungsweise 10-mal stärker als die Blue Lightning-Variante. Es ist bekannt, dass die Ladung sich anormal verhalten, indem sie Leitung durch lebende Personen, Kreaturen pionieren, wenn sie aus ihren Behältern freigegeben werden. Und es wurde auch berichtet, dass sie es gelegentlich zufällig explodieren und alle lebenden Kreaturen töten, die sich in der Nähe befinden. Derzeit kann Lightning aufgrund seiner Gefährlichkeit und Instabilität nicht effizient und sicher als Energiequelle geerntet werden. Sollten Wanderer darauf stoßen, wird ihnen geraten, sich fernzuhalten und aufgrund seiner unberechenbaren Natur zu meiden.